Und herzlich willkommen zu unserem 102. netzpolitischen Abend hier mal wieder auf der Seabase. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Es gibt wie immer einen Hashtag für heute Abend, NPA102, falls jemand Lust hat, sich im Internet einzubringen. Bei unserem letzten netzpolitischen Abend gab es tatsächlich auch ein paar Fragen über den Hashtag. Das war uns herzallerliebst. Hoffentlich geht's weiter so. Und das ist unser Programm für heute. Als erstes sind der Micha und Mel dran. Die reden über die Digitalisierung des Bildungssystems. Danach Volker Grasmuck von unserem lieben DigiGas-Vorstand zu Uploadfiltern im neuen Urheberrecht. Und zu guter Letzt wird Thomas Lohninger aus Österreich dazu geschaltet. Der erzählt etwas zur Netzpolitik in Österreich. Dann können wir auch schon mit dem ersten Vortrag beginnen. Und Ton ist an. Alles klar. Jetzt kann ich auch was hören. Hallo, ich muss mich kurz orientieren. Ist ein bisschen verwirrend, so ganz ohne nur auf Kameras zu sprechen. Mein Name ist Micha. Ich bin einer von zwei VertreterInnen von Cyber4Edu und freue mich heute Abend hier über uns und über unsere Initiative sprechen zu können. Mit mir zusammen ist Mel da. Hallo, ich hoffe, man kann mich hören. Magst du gerade ein paar Worte über dich sagen, Mel? Über mich? Ha, ja. Was brauchen wir noch? Ich bin auch ein Vorstandsmitglied von Cyber4Edu. Und ja, wir freuen uns heute ein bisschen was über unsere Entstehung und was wir uns so vorstellen von der digitalen Bildung präsentieren zu können. Soll ich loslegen? Ja, also. Leg los. Genau, wer sind wir? Ach, das ist ein bisschen verwirrend, weil ich mich doppelt höre. Entschuldigung, ich muss mich. Cyber4Edu wirkt so ein bisschen wie ein Pandemie-Gewächs mit dem, was wir so anbieten und machen. Das sind wir aber tatsächlich gar nicht. Wir haben uns erstmal zusammengefunden beim 36C3 in Leipzig im Dezember 2019. Da war zumindest hier noch nichts von der Pandemie groß zu spüren. Und es ging einfach darum, dass digitale Bildung ein paar Probleme hat, schon länger, das wissen wir ja alle, aber diese Probleme gehen eben einfach weg. Wir sind alle so aus dem Chaos-Umfeld, Eltern, Lehrkräfte aus dem Bildungsbereich, Datenschutz, Wissenschaft, und hatten uns schon vor dem Kongress mehr oder weniger digital abgesprochen, dass wir uns das zusammensetzen wollen und dass hier mal was passieren müsste. Genau, was sind unsere Themen? Also die drei wichtigsten Themen sind Open Source, offene Bildung und offene Bildungsressourcen und Datenschutz. Open Source insbesondere, weil wir alle wussten, es gibt schon lange viele gute Lösungen für den Bildungsbereich. Aber sie werden immer noch nicht besonders stark eingesetzt, sondern sie sind wenig gefördert und weiterentwickelt. Und es gibt viele gute Beispiele dafür, dass es funktioniert. Offene Bildungsressourcen, ja, die Digitalisierung ermöglicht eben, dass Bildungsmaterialien nicht mehr einmal produziert und dann gleichbleibend immer wieder verwertet werden müssen. Aber genau das passiert eben auch immer noch viel zu häufig. Und offene Bildungsressourcen bedeutet eben auch, man kann es vielfältigen, man kann es bearbeiten, man kann es verarbeiten und auch da geht noch viel zu langsam voran, wenn man weiß, welche Möglichkeiten es da in dem Bereich gibt. Und dann natürlich Datenschutz. Wir haben sowas Tolles wie die DSGVO, die ein mächtiges Instrument ist und ausgerechnet im Bildungsbereich wird sie aber nicht besonders konsequent umgesetzt. Warum? Das waren so die wichtigsten Dinge, die uns zusammengetragen haben und wir haben schnell gemerkt, dass wir da offenbar eine Lücke gefüllt haben. Es gibt zwar viele Angebote zu E-Learning und Medienpädagogik, aber wenn es um die Fragen Datenschutz und Software und Technik geht, da hat sich schnell herausgestellt, dass es da doch noch eine ganze Menge an ungedecktem Bedarf gibt. Und der lief dann relativ schnell bei uns auf, nachdem wir uns dann
kurze Zeit später gegründet haben und ein bisschen für uns Werbung gemacht haben. Und dann, genau, ging ja auch Corona los und plötzlich war unsere kleine Zusammenkunft, die ein bisschen was bewegen wollte und sich viel Mühe gemacht hat, anfangs auf das Thema aufmerksam zu machen, mittendrin in dem Thema. Und ja, dann übergebe ich jetzt mal an Micha, wie es da weitergeht. Ja, ich will noch kurz euch erläutern, was seit der Gründung im letzten Jahr bei uns so passiert ist, damit ihr eine Idee habt, was wir so, womit wir uns beschäftigt haben. Als die Pandemie noch nicht in dem Maße, also noch vor dem Lockdown, haben wir uns vor allen Dingen mit zwei Themen beschäftigt. Das eine war, dass wir an der DSGVO-Anfrage gearbeitet haben, bei der wir die Idee hatten, dass sie von Schülerinnen und Schülern, Pädagoginnen und auch oder auch Eltern verwendet werden könnten, um an Schulen, an Einrichtungen, wo sie das Gefühl haben, dass das schief läuft, ihrem Recht nachkommt, eine Anfrage stellen können. Und das zweite Thema war, dass wir an einer Checkliste immer noch und auch damals angefangen haben zu arbeiten, die Idee hatte, mal den Fokus ein bisschen breiter aufzumachen auf die Fragen oder Aspekte, die bei Softwareanschaffung, Hardwareanschaffung, beim Buchen von Diensten aus unserer Sicht über die üblichen hinaus berücksichtigt werden wollen. Und dann kam die Pandemie und wir sind irgendwie mehr so ins Konkrete gekommen. Da war natürlich das Erste, wo wir uns so erstmal ganz im Konkreten bei uns, bei den Kindern unserer, also an den Schulen der Kinder, unserer Kinder so rum, war Videokonferenz das, was wir als allererstes im Kleinen aufgebaut haben. Das hat dann relativ gut funktioniert und wir haben über die Zeit das Thema Videokonferenz ein bisschen ausgebaut, sodass wir dann immer mehr NGOs, Schulen, Einrichtungen aller Art gefunden haben, die dann den Bedarf hatten und wir von Jitsi kommt uns über Big Blue Button vorgearbeitet, immer mehr Kompetenz angeeignet haben, da schnell und möglichst einfach eine Lösung anzubieten. Das hat dann in Folge auch dazu geführt, dass wir ein größeres Unternehmen aus Bayern gewonnen haben, die für Schulen Dienstleistungen anbieten, die zu ihrer Software unser Big Blue Button dazu gepackt haben. Dann hat sich es im Sommer gefügt, letzten Jahres, dass wir einen Pilotversuch mit der Senatsverwaltung hier in Berlin anschieben konnten, der dann letztendlich im Herbst letzten Jahres durchgeführt wurde und mit einem gewissen Erfolg auch zu Ende gebracht werden konnte. Zwischendrin gab es noch ein Barcamp, Digitalität 2020. Das war eine Veranstaltung, die vom Bundeskanzleramt initiiert wurde, wo wir das erste Mal auch in größeren Umfang für ein paar tausend Teilnehmende Streaming und vor allen Dingen auch Videokonferenz auf Basis dessen, was wir an Technik zusammengetragen hatten, realisieren konnten. Und dann ist das Jahr für uns ziemlich erfreulich zu Ende gegangen. Trotz der traurigen Umstände haben wir den Auftrag bekommen für die Senatsverwaltung ab Anfang diesen Jahres, also ab 4. Januar, jetzt dann für alle Schüler, die hier in Berlin den Lernraum benutzen, unser Big Blue Button zur Verfügung stellen zu können. Wobei unser an der Stelle nicht ganz richtig ist. Wir haben zwischendrin noch eine GmbH gegründet. Es gab schon länger die Idee InfraRAN als ursprüngliche Idee, als eine Genossenschaft von vielen Mitstreitern ins Leben zu rufen, als ein Anbieter von Infrastruktur, die sehr hohen Ansprüchen an Datenschutz und Verlässlichkeit genügt. Und über dieses Projekt mit der Senatsverwaltung musste dann eine schnelle Lösung her. Und so haben wir dann erstmal eine GmbH gegründet, die jetzt Auftragnehmerin von der Senatsverwaltung ist und seit 4. Januar dafür sorgt, dass 30.000, 40.000 Kinder, Teilnehmende, alles mögliche Eltern natürlich auch und vor allen Dingen auch Pädagoginnen, jetzt in der Lage sind, über den Lernraum Berlin Big Blue Button zu verwenden. So ja, haben wir im ersten Jahr, glaube ich, gemeinschaftlich eine ganze Menge hingekriegt und würden jetzt mal dazu übergehen, ein paar
Themen, die uns am Herzen liegen, euch vorzustellen. Und dazu übergebe ich jetzt an Mel, die den Anfang machen wird. Ja, also wir haben ein paar Vorschläge oder Forderungen uns überlegt, in Anbetracht dessen, dass wir als doch recht überschaubare Gruppe mit reinem Ehrenamt innerhalb von einem Jahr aufbauen oder bewegen konnten. Ja, da dachten wir, mit ein bisschen politischem Willen sollte sich doch Ähnliches oder Größeres auch in größerem Rahmen umsetzen lassen. Zum einen sind wir überzeugt, dass einfach mehr Risiko gewagt werden muss und lieber die Bereitschaft auch da sein muss, mal was falsch zu machen, als nichts zu tun. Das ist gerade im Digitalbereich ziemlich weit verbreitet, dass aus Angst, dass das nicht klappt, gar nichts gemacht wird. Und das bedeutet vor allem an den Schulen eine Atmosphäre zu schaffen, dass Experimentierfreude belohnt wird und nicht, wenn mal was nicht klappt, das sofort reglementiert wird. Weil wir müssen uns daran anpassen, dass es ständige Veränderungen geben wird. Also die Tools, die wir jetzt nutzen, werden vielleicht in 5 Jahren nicht mehr eingesetzt. Software, Geräte etc., das ist in der ständigen Veränderung. Also ohne Experimentierfreude werden wir immer 5 Jahre oder 10 Jahre zurückliegen. Also das ist einfach wichtig, dass das an den Schulen auch noch stärker gefördert wird. Langfristige Lösungen wird es einfach nicht mehr geben. Was ist aber dafür notwendig? Ein Leitbild oder bestimmte Kriterien. Also wir brauchen auch eine Grundlage, auf der diese Risikofreude ausgelebt werden kann. Das soll natürlich nicht heißen, dass einfach alles gemacht werden kann, sondern es braucht einfach eine Basis, worauf man achten kann. Was sind Mindestanforderungen für den Einsatz? Also sowas wie Kosten, dass alle Zugang haben. Datenschutz ist natürlich ein wichtiges Thema und dafür brauchen wir einfach verlässliche Kriterien, an die sich Lehrkräfte und Schulen halten können und an denen sie sich orientieren können. Und auch was kommt eben gar nicht in Frage. Dann muss die Ausbildung an den Hochschulen dringend angepasst werden. In der Lehrkräftebildung ist einfach sowas wie DSGVO und Datenschutz muss ein wichtiges Element sein. Da kommt man nicht mehr drum herum als künftige Lehrerinnen sich damit auseinanderzusetzen, egal ob das Bildungsressourcen betrifft, ob das Tools betrifft, ob das Anwendungen betrifft, dann den Umgang mit wichtigen Tools und natürlich insgesamt der kritische digitale Grundbildung, die über den reinen Nutzen von Tools hinausgeht oder von Software, daran fehlt es noch ganz maßgeblich an den Hochschulen. Und wenn wir da schon nicht loslegen mit solchen Themen und Grundlagen, wann sollen sie dann an den Schulen ankommen? Und dann ist ein wichtiges Thema, die digitale Spaltung einzudämmen. Das merkt man jetzt gerade während der Pandemie ganz besonders, dass Schulen auch den Kinderschutz, eine Rolle für den Kinderschutz erfüllen. Und es braucht einfach mehr Sozialarbeiterinnen, die dann auch sich darum kümmern können, dass alle Kinder und Jugendliche erreicht werden, auch wenn sie gerade nicht in den Schulen sind. Also beispielsweise Jugendclubs kontrolliert öffnen für diejenigen, die eben nicht zu Hause digital lernen können und da Möglichkeiten zu schaffen, zu lernen und hinzukommen. Und zuletzt wäre es auch längst mal überfällig, Lehrpläne auszumisten. Alle Fächer hängen sehr an ihren Inhalten und Methoden. Das merkt man sofort, wenn man anfängt, das zu diskutieren. Aber wir müssen uns einfach mal Gedanken über ein zeitgemäßes Gesamtbild machen, wie wir Kinder auf die Zukunft vorbereiten wollen. Ja, dann mache ich weiter mit ein paar weiteren Punkten. Eines der Dinge, die wir immer wieder sehen, wenn wir mit Schulen sprechen, ist, dass die Vielfalt oder die Auswahl der Werkzeuge, der Tools, der Lösungen, die an Schulen zur Auswahl stehen, die angeboten werden, doch uns sehr beschränkt vorkommt. Also ich rede jetzt nicht nur über den Aspekt Datenschutz, sondern einfach nur über, es tauchen immer die gleichen Werkzeuge auf. Es ist immer wieder Produkte von Microsoft, Zoom, Google. Und es fehlt aus unserer Sicht ganz massiv der Blick darauf, dass die Welt einfach viel bunter ist und dass das aus unserer Sicht auch ganz wichtig ist zu vermitteln,
dass da draußen eine unglaubliche Vielfalt an Lösungen, an Werkzeugen, an Lizenzmodellen letztendlich besteht, wie Dinge genutzt werden können. Und das muss dringend irgendwie vermittelt werden, dass die Auswahl viel, viel größer ist. Und ich glaube, dass ein Teil des Problems ist, dass auch insbesondere auf der Ebene von Entscheidern einfach Entscheidungen getroffen werden in Ermangelung von dem Wissen darüber, dass die Welt da draußen mehr zu bieten hat, als das, was dem Mainstream draußen einfällt, wenn man ihn fragt, was nun im Internet so geboten wird. Das heißt, wir müssen da einfach irgendwie sehen, dass das Bewusstsein dafür geschaffen wird, dass gerade auch im Bereich von Open Source sehr viele gute und belastbare Werkzeuge gibt und dass Infrastruktur, die wir heute benutzen, überhaupt nur zur Verfügung steht, weil es diese ganze Open-Source-Welt gibt. Also Open-Source ist auf der einen Seite, Open-Source-Software ist auf der einen Seite Fundament von allem, was wir jeden Tag benutzen, aber auf der anderen Seite nicht in dem Maße bekannt, wenn es jetzt darum geht, Werkzeuge für Nutzer zu sein. Und die Vorstellung, dass wir dauerhaft uns auf eine Abhängigkeit einlassen, die bedeutet, dass unser gesamtes Bildungssystem von US-amerikanischen Produkten abhängt, finde ich auch sehr beängstigend. Insofern, das natürlich vor allen Dingen auch in Richtung Datenschutz und Privatsphäre gedacht, muss das auch einfach eine Motivation sein, zu sagen, wir wollen eben auch gucken, dass das, was wir aus einer nicht-amerikanischen, nicht-US-Lösung zur Verfügung ist, mal mit Aufmerksamkeit bedacht wird, um zu gucken, ob es inwieweit es nutzbar ist, wo wir natürlich überzeugt sind, dass es eine Menge gibt, die entdeckt werden will. Und natürlich in Bezug auf das ganze Thema Privatsphäre und die Frage, ist jetzt nun die Nutzung von Zoom oder Microsoft Office 365 datenschutzkonform oder nicht, ist unsere Haltung an der Stelle, dass wir sagen, wenn es hier um Schule geht, wenn es hier um Jugendliche geht, dann ist natürlich klar, dass erstmal die Gesetzeslage das Mindestmaß darstellt. Aber da es ja um junge Menschen geht, die A, natürlich noch nicht selber einschätzen können, auf was sie sich da einlassen, wir also als Erwachsene, als Entscheidungsträger, nicht wir als Entscheidungsträger im Allgemeinen, da die Entscheidung für andere treffen, wir der Meinung sind, dass ganz andere, viel vorsichtigere Entscheidungen notwendig sind, weil es eben darum geht, dass Dinge hier entschieden werden, die für die SchülerInnen vor allen Dingen eine langfristige Perspektive haben. Fehler, die wir heute machen, können wir nicht wieder gut machen, ne? Anders als jetzt in anderen Bereichen Dinge wieder reparieren kann. Wenn wir erstmal die Daten unserer Kinder geleakt haben, dann sind sie weg und wir können da nichts mehr gegen tun. Insofern gilt hier aus unserer Sicht viel höhere Vorsicht und viel mehr Respekt vor dem. Und das fehlt uns einfach, ne? Es ist einmal auch eine offene Diskussion, ist es den gesetzlichen Auflagen entsprechend, erlaubt es die DSGVO oder nicht, aber es ist in der Regel ja einfach basierend auf Verträgen, auf Aussagen von Unternehmen, die heute so sind und morgen wieder gekippt worden sind, weil wir festgestellt haben, dass wir doch belogen worden sind. Insofern, verletzte Privatsphäre lässt sich schlecht wieder reparieren. Insofern sind wir hier der Ansicht, dass wir da mehr Vorsicht brauchen und lieber etwas defensiver rangehen, als zu gutgläubig und blauäugig die Sache auf dem Prinzip Hoffnung basieren lassen. Was uns jetzt auch im Zusammenhang mit der Pandemie und den Problemen, die ja bei den Lockdowns jetzt gerade kürzlich vor Weihnachten und jetzt auch zu Beginn des Januars aufgefallen ist, ist, dass ja ganz offensichtlich an vielen Stellen die gleichen Probleme aufgetaucht sind. Verfügbarkeit war nicht so wie gedacht. Der Ansturm der Schüler hat immer wieder zu Problemen geführt, was natürlich zum einen auch daran liegt, dass es vielleicht auch keine so schlaue Idee war, den Unterrichtsbeginn auch im Digitalen an denselben Zeitpunkt zu legen, sondern also dass so einfache Maßnahmen wie vielleicht ein bisschen den Unterrichtsstart zu verteilen, um die Systeme zu entlasten, nicht so richtig in Betracht gezogen worden sind.
aber wir vor allen Dingen den Eindruck haben, dass zu wenig miteinander gesprochen wird. Also, dass wir hier in Berlin, genauso wie in Bayern und in Baden-Württemberg und in vielen anderen Bundesländern mit ähnlicher Software arbeiten, aber ähnliche Probleme haben, aber es einfach nicht dazu kommt, dass man miteinander spricht und sich irgendwie gegenseitig hilft. Es ist mehr so ein Nebeneinander vor sich hinarbeiten und jeder versucht, die Probleme irgendwie selber in den Griff zu bekommen und ist wenig offen darüber in den Austausch zu treten, was total helfen würde. Und was natürlich auch ein dramatisches Problem ist, ist die grundsätzliche digitale Ausstattung. Ne? Die digitale Ausstattung der SchülerInnen. Also gerade jetzt ist natürlich eine besondere Situation, wenn die Kinder zu Hause sind und in Familien zwei oder drei Kinder mit den Eltern gleichzeitig Videokonferenzen betreiben müssen. Jeder braucht eigentlich ein Zimmer für sich. Jeder braucht einen Laptop und idealerweise auch eine symmetrische Datenanbindung zu Hause, weil ein guter Downstream hilft zu Hause gar nichts, wenn alle versuchen, ihr Video nach draußen zu bekommen. Aber das Mindeste wäre ja, dass wir mal uns Gedanken machen, wie wir möglichst bald die SchülerInnen und das und vor allen Dingen aber auch die PädagogInnen mit Hardware ausstatten. Wir haben hier Pädagogen, die sollen digital arbeiten, aber sie haben keine Laptops, sie haben keine Headsets und müssen all das privat stellen. Also die Grundversorgung an der Schule ist einfach unwürdig und muss dringend überarbeitet und verbessert werden. Und natürlich, wir wollen jetzt erstmal gucken, dass der Unterricht stattfindet und dass wir möglichst niemanden abhängen und möglichst viele SchülerInnen erreichen. Aber das Ganze, dem Ganzen kann man ja vielleicht, auch wenn es irgendwie komisch klingt, versuchen, Positives abzugewinnen. Es ist nun mal so, wir können es alle nicht ändern. Was ich auch in der Vergangenheit gesehen habe, ist, dass am Ende halt auch eine ganze Menge positive Dinge entstehen. Also immer, natürlich wäre es besser, wenn das alles nicht passiert wäre, klar. Aber wir sehen einfach, dass neue Unterrichtskonzepte auf einmal entstehen, dass an Schulen auf einmal Podcasts produziert werden, dass Hybridunterricht ausprobiert wird, dass SchülerInnen einbezogen werden, die geografisch gerade halt nicht da, aus der Fernunterricht in verschiedenen Formen praktiziert wird, dass SchülerInnen auf einmal anfangen, außerhalb der Schule über Videokonferenz miteinander zu arbeiten. Das heißt, da wird im Moment im Alltempo und ziemlich rumpelig, aber immerhin eine ganze Menge auch Gutes vermittelt, Hilfreiches, und wir haben die Hoffnung, dass wir es schaffen, dass es geschafft wird, all das eigentlich dauerhaft, natürlich nachhaltig über die Pandemie hinaus zu retten und sich danach gründlich damit auseinanderzusetzen, was davon es sich lohnt, weiter zu verfolgen. Und ich hoffe inständig, dass wir nachdem wir jetzt das Schlimmste überwunden haben, nicht wieder zurückfallen in die Arbeitsweisen und Denkweisen vor der Pandemie. Wir könnten zumindest ein bisschen versuchen, das Beste draus zu machen und schauen, dass wir danach irgendwie zumindest an den Stellen einen Vorteil davon tragen. Jetzt bin ich gerade etwas aus dem Timing gelaufen. Wie viel haben wir denn noch? Ihr seid ganz gut dabei. Okay. Natürlich auch was wir auch als Verein versuchen, in dieser Situation anzubieten oder was wir beitragen wollen, ist eine Form von Unterstützung und Beratung in der Form, dass wir glauben, dass wir halt, dass es eine ganze Menge Kompetenz an der Schule braucht oder an Schulen grundsätzlich braucht, um erfolgreich die Digitalisierung durchzuführen, und dass es eine Fehleinschätzung ist, dass das aus Schule irgendwie selbstständig hingekriegt werden kann. Was wir oft sehen, ist, dass wenn Digitalisierung ansteht, an Schulen Lehrer, die aufgrund von was auch immer qualifiziert sind, ich will jetzt niemanden schlecht reden, aber für einen ordentlichen Betrieb von IT-Infrastruktur, die vor allen Dingen
eine Relevanz für Unterricht hat und dann einfach auch funktionieren muss, sind einfach andere Qualifikationen notwendig. Und da sehen wir auch den dringenden Bedarf, dass da einfach klar die Grenzen gezogen werden zwischen dem didaktisch-pädagogischen Teil, den natürlich die Schulen für sich regeln und finden und bestimmen müssen, aber alles, was an technischer Infrastruktur an der Schule stattfindet, es muss einfach in Hände von Leuten, die das können, deren Tagesgeschäft das ist, und muss auch nicht für jede Schule neu erfunden werden, muss eigentlich auch nicht für jedes Bundesland neu erfunden werden. Aber zumindest könnte man mal so in größeren Kontexten denken und sowas wie E-Mail, File-Sharing und auch lokale Netze und alles, was an Schule halt dringend notwendig ist, irgendwie übergreifender und standardisierter, damit es dann auch vom Betrieb her einfacher wird zu klären. Und nicht alles der Schule überlassen, sich selbst Lösungen auszudenken, wo dann im Zweifelsfall einfach auch aufgrund von mangelndem Wissen, was absolut zu verstehen ist, dass SchulleiterInnen nicht kompetent sind zu entscheiden, was jetzt die richtige WLAN-Technik ist für eine Schule oder was ein geeigneter File-Sharing-Dienst ist. Das muss man irgendwie anders regeln. Ja, und natürlich wäre es auch gut, wenn wir irgendwie gucken könnten, dass wir im Bereich der Bürokratie Dinge vereinfachen. Wir haben ja noch dieses leidige Thema Digitalpakt, was irgendwie nebenher läuft und jetzt es irgendwie ja eigentlich gut wäre, wenn wir da ein paar Schritte weiter wären, sind wir aber nicht. Die Abrufe sind marginal und die Verbesserungen an den Schulen sind kaum spürbar und darum wäre jetzt irgendwie unser Eindruck, dass man da irgendwie mal gucken könnte, dass man die Schwellen nach unten setzt und einfach sagt, besser jetzt ein bisschen Geld falsch ausgeben, als nicht auszugeben und nicht voranzukommen. Was mit Sicherheit im Schnitt mehr helfen würde, als weiter die Schulen da schmoren zu lassen und sich selbst zu überlassen. Ja, und jetzt bin ich aus meiner Liste gelaufen. Was natürlich, den Punkt habe ich noch gerade vergessen, als ich eben die Unterstützung von außen angesprochen habe. Ne, was wir ja als Cyber4Edu versuchen auch zu organisieren, ist eben zu gucken, dass es ja tatsächlich eine ganze Menge Menschen da draußen gibt, die sehr bereitwillig helfen und Unterstützung anbieten. Sei es jetzt Freifunker, Chaos, Umfeld. Da gibt es eine ganze Menge Initiativen, die Laptops aufarbeiten, die Schulen mit WLAN ausstatten, die versuchen, Tools aufzusetzen, damit Schulen arbeiten können, Mail-Server. Also da passiert ja eine ganze Menge da draußen. Aber es ist im Moment halt sehr stark davon abhängig, dass die richtigen Personen zufällig an der richtigen Schule ihre Kinder haben oder jemand kennt und das Ganze halt in der Breite nicht so richtig stattfindet. Und da gibt es eine Menge Ressourcen, glaube ich, die auch noch weiter aktiviert werden könnten, um jetzt auch erstmal schnell und unkompliziert Dinge voranzubringen. Man müsste es halt irgendwie wollen und unterstützen und befördern. Und dann wäre da bestimmt noch eine Menge machbar, weil im Grunde gibt es viele Eltern und viele motivierte Unterstützer, die das Problem verstehen. Und gerade wenn es um Schule geht, bereit sind, da einfach erstmal auch zu helfen und nicht lange zu fragen. Man muss sie halt nur lassen oder sie im Zweifelsfall auch fragen. Und dann könnte man da, glaube ich, eine ganze Menge bewegen, was ja aus meiner Sicht im Moment zu zögerlich stattfindet. Jetzt haben wir unser Timing offensichtlich nicht so gut hingekriegt. Achso, ja, also aus meiner Sicht könnten wir jetzt gerne mit Fragen und Feedback anfangen. Okay, dann erstmal vielen Dank euch beiden, dass ihr diesen Vortrag gemacht habt. Eure Arbeit ist auf jeden Fall echt cool und natürlich auch super wichtig. Stellt sich aber natürlich die Frage,
was man jetzt machen kann. Also welche Forderungen kann man jetzt stellen, damit es jetzt zu Verbesserungen kommt? Ja, also das ist natürlich ein guter Punkt. Also die Frage schnelle Erfolge, schnelle Gewinne sind wahrscheinlich am ehesten dadurch hinzubekommen, dass wir, was die finanzielle Ausstattung schauen, was machbar ist. Der eben schon erwähnte Digitalpakt ist auf jeden Fall ein Ding, da sind Mittel bewilligt, sie werden nicht abgerufen. Die formalen Auflagen, die am Anfang mit vermutlich guten Ideen geschaffen worden sind, bestehen immer noch, werden aber tatsächlich, so was unser Eindruck ist, im Bundesvergleich total uneinheitlich gehandhabt. Es gibt Länder, die da relativ, also Bundesländer, die sehr großzügig damit umgehen und ihren Schulen viel formale Formalitäten ersparen. Andere bestehen weiterhin darauf, dass Medienkonzepte erstellt werden. Also einmal gibt es eine totale Schieflage und das andere ist, ob in der jetzigen Situation unter der Belastung, unter der Schulen, LehrerInnen, alle Beteiligten stehen, man nicht einfach sagen kann, ja, es ist jetzt einfach so, wie es ist. Die Mittel sind da, die Bedarfe sind gigantisch. Ja, wir haben Schulen, die uns anfragen, ob sie einen Big Blue Button von uns bekommen können und keine Fantasie haben, wie sie 100 Euro im Monat auftreiben können. Das ist sie kommen und sehen nicht, wie sie in das Raster, das der Digitalpakt vorgibt, diese 100 Euro unterbringen oder die 50 Euro, was auch immer. Und es ist, passt halt irgendwie nicht ins Raster, aber ganz offensichtlich ist sowas wie Big Blue Button für viele erstmal eine gute und sinnvolle Hilfe. Und vor allen Dingen, je jünger die Kinder werden, ist das einfach ganz klar offensichtlich der wichtigste, das wichtigste Element. Man sieht sich und so weiter. Also es gibt offensichtlich, kann man sich kaum Gründe vorstellen, warum das nicht Sinn ergibt. Trotzdem fällt es irre schwer, vielen die Finanzierung von so etwas hinzukriegen. Und insofern würde ich denken, mein Gott, lasst uns einfach die Kohle raushauen. An vielen anderen Stellen wird sie verbraten und bringt weniger für die Allgemeinheit, also los damit. Und was ich mir auch gut vorstellen könnte, wäre, dass wir an all diese ganzen Initiativen, die schon da sind, die Moodle oder Chat-Systeme an Schulen gerade bringen, dass man die irgendwie näher zueinander bringt, mehr irgendwas sich einfallen lässt, damit alle die da was tun und wo auch was funktioniert und wo auch was gut funktioniert, denen irgendeinen Rahmen, irgendeinen Raum gibt und zu sagen, so kommt, schmeißt alles zusammen, lasst uns nicht darüber reden, wer aus welchem Land und mit welchem Parteienhintergrund und mit welchem was auch immer, sondern lasst uns auf die Lösung gucken und schauen, wie wir miteinander am besten jetzt schnell die Dinge zum Laufen bringen und endlich hinter uns bringen, dass wir uns nur jeden Tag erhoffen, dass die Lernumgebung da ist und uns dann wieder mehr auch um die Inhalte und das Wie kümmern und nicht nur um das, ob überhaupt was da ist. Da hast du absolut recht, glaube ich. Ja, dann vielen Dank euch beiden und auch für die Antwort natürlich.